kreuzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wiedererwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl? Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Viele der Möchtegern-Nachfolger waren nicht mehr als Kinder, die gegen die Grauen der Schöpfung ankämpften. Hab schon Schlimmeres gesehen. Nichts kann dich auf das vorbereiten, was folgt. Die Vorsehung entscheidet über dein Schicksal. Ich scheitere nicht. Ich habe diese Worte bereits 100 Mal gehört. Hoffen wir, dass du recht behältst. Deine Reise beginnt hinter dieser Tür. Fangen wir an. Bist du dir sicher, Bruce? Nur ein Mann hat diese Probe je bestanden. Versuchst du etwas, mir auszureden? Natürlich nicht. Ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Willkommen, Detective. Ich bin der große Ra's al Ghul. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Kelch trinken. So einfach ist es. Gut. Spüre, wie das Blut des Dämonen durch deine Adern strömt, deine Gesundheit regeneriert und deinen Willen manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, das sie zerstört. Hehehehe.
bist du derjenige, nach dem ich gesucht habe, Detective? Mein Nachfolger? Des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu trinken gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Es wird Zeit, mir gegenüberzutreten. Bewältige diese Herausforderung und das Blut des Dämonen wird dir das ewige Leben schenken. Gemacht, Detective. Jetzt komm und finde mich. Hole dir deine Belohnung. Du hast es geschafft. Bist du überrascht? Natürlich nicht. Ich habe immer daran geglaubt. Wo ist Ross? Ich muss ihn sofort sehen. Mir läuft die Zeit davon. Deine letzte Herausforderung wartet hinter dieser Tür. Ich bete, dass die Geister gnädig sind. Ra's al Ghul. Vater. Willkommen, Detective. Es ist Zeit. Für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das ist dein letztes Wort?
Du hättest mich töten sollen, als du die Gelegenheit dazu hattest. Du kannst uns nicht schlagen! Sieh die wahre Macht meiner Lazarusgrube! Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen, den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, Geliebter, wirst du sterben müssen. Du kannst uns nicht schlagen! Du kannst uns nicht schlagen! Du kannst uns nicht besiegen! Unsere Zahl ist Legion! Dafür wirst du büßen! Es gibt so viel. Du kannst uns nicht besiegen. Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Detective!
mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht! Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Ras. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was ihr entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach. Wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Ras. Beende deinen Kreuzzug, sonst komme ich zurück. Ich dachte, du wärst tot. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Hast du Ras gefunden? Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Ras befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wiederzuerwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten Gebrechen zu heilen. Aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Ras war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Ras wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Ras gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Ras ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Hat Robin dir die Blutproben besorgt? Ja, er ist im Gotham General. Da geht's drunter und drüber. Ich verbinde. Hey, Bart. Freue mich, von dir zu hören. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt. Hab eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. Die ersten Todesfälle werden kurz danach auftreten. Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von Ras genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Ich hoffe, du hast recht. Diese Konsole wurde mit Tiger-Verschlüsselungsprotokollen geschützt. Um sie zu knacken, brauche ich Zugriff auf das Hauptsteuerprogramm, das Strange benutzt. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft.
gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Ja, Kabelpot ist erledigt. Wir müssen uns nur neu gruppieren, dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Arkham City gehört uns. War das der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht? Ich hoffe es! Ihr habt Joker gehört. Ich habe einen gefunden. Hörst du mich? Wach auf! Der verarscht uns nur! Wie macht er das? Lass ihn! Wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern! Zeig dich, Feigling! Boom! Ein Mann weniger! Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor! Ihr habt den Boss gehört? Hier drüben! Schnell! Hier ist jemand! Ich sichere die Tür! Was? Wer schreit da? Einer muss nachsehen! Wer schreit da? Hier drüben! Hier liegt einer! Und der Hof muss er gefallen sein. Er ist da damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Es ist Batman! Heute Nacht wirst du sterben, Batman. Unterwegs. Was? Sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil davon verstehst du nicht? Ganz ruhig. Wir sind jetzt alle Freunde. Stimmt's? Schätze ja. Gut. Also, wenn die Waffen geliefert werden, gehen wir alle hoch und legen jeden um, der gegen Joker ist. Das ist doch sicher kein Problem, oder? Nicht für mich. Ich kämpfe immer auf der Seite, die gewinnt. Ich auch. Die Fledermaus ist hier! Überhaupt keine Chance!
Bewohner von Arkham. Während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einziehen lassen? Oh, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Ich wusste, dass du zu viel Angst vor mir hast, Batman.